Dr. Uta Westerhüß ist Tierärztin im Kronberger Opel-Zoo. Sie kümmert sich um die Kleinen und Großen, die Süßen oder auch die wehrhaften Tiere. Sie liebt ihren Beruf und auch all ihre Schützlinge. Überraschende Bilder mitten im Taunus. Giraffen, Gnus und Zebras teilen sich einträchtig die großen Wiesen der Savannenanlage im Opel-Zoo. Afrika-Feeling zwischen Kronberg und Königstein. Das ist das Revier von Dr. Uta Westerhüß. Das Büro der Tierärztin liegt am Rande des Zoos. Die Wege sind weit. Aber mit ihrem Zebra-Mobil kommt sie schnell an jeden Einsatzort. Ihr erster Weg heute führt sie einmal quer durch den Zoo in den Stall der Afrikasavanne. Dort ist gestern ein Gnu-Fohlen zur Welt gekommen. Mutter und Kind scheinen guter Dinge. Aber die Gnu-Stute ist unruhig. Kein Wunder, wenn die Tierärztin auftaucht, dann verheißt das normalerweise nichts Gutes. Auch diesmal nicht, denn Mutter und Fohlen werden getrennt, damit Uta Westerhüß das Junge behandeln kann. Wir geben einmal Vitamin E Selen. Wir haben Vitamin E arme Böden hier. Und geben dann immer noch den Transponder. Wir müssen ja jedes Tier individuell kennzeichnen. Das machen wir per Chip. Nur kommen wir an die Tiere nicht mehr ran ohne Narkose, wenn sie älter sind. Das heißt, wir nutzen praktisch den nächsten Tag und gehen einmal hin, setzen den Chip. Und dann schaue ich einmal drüber. Ich gucke einmal nach Gaumenspalte, Geschlecht, gucke nach dem Nabel. Aber ganz schnell muss das gehen. Sie sehen ja, wie die Mutter reagiert. Die wird dann sehr unruhig und das Jungtier auch. Ne? Es kann losgehen. Schnell und möglichst unaufgeregt. Das ist die Devise von Tierärztin und Pflegern. Obwohl das neugeborene Gnu noch so jung ist, hat es viel Kraft. In Situationen wie diesen ist es wichtig für Uta Westerhüß, dass sie sich auf ihr Team verlassen kann. Die Pfleger wissen, wie sie das Kleine halten müssen, damit die Tierärztin arbeiten kann. Ja. Ja, fein. Mama ist gleich. Ja, fein. Vorsicht. Ich muss einmal hier so ein bisschen hin. Ja. Ich zieh meinen Bauch ein. Für das kleine Gnu ist alles neu, kaum auf der Welt und schon von der Mama getrennt. Professionalität und Ruhe sind jetzt doppelt wichtig. Im Nachbarstall wird die Gnu-Stute immer unruhiger. Dr. Westerhüß schaut noch nach dem Geschlecht des Fohlens und dann so schnell wie möglich raus aus der Box. So, erst die raus, dann du raus. Okay. Ein Junge. Damit ist seine Zukunft klar. Das Gnu wird irgendwann den Zoo verlassen müssen, denn mehr als ein Bulle kann hier nicht bleiben. Aber jetzt muss der Kleine erst einmal groß werden, gut beschützt von seiner Mutter. Für die Tierärztin ist dieser Job erst mal erledigt. Sind, ne? Da muss man einfach hin, dann ruhig, ne? Aber bestimmt halten. Uta Westerhüß hat viel Erfahrung mit Wildtieren. Ursprünglich wollte ich tatsächlich ganz romantisch nach Afrika und dort richtig Wildtiere behandeln. Das habe ich auch gemacht für eine kurze Zeit, habe da reingeschnuppert und dann habe ich aber gesehen, das ist es nicht. Weil dort eben ganz wenig das Individuum im Vordergrund steht, sondern das ist reine Populationsmanagement, was gut ist und wunderbar und genauso wichtig ist. Aber man guckt ja immer persönlich, wo finde ich meine Nische im Leben. Hier verbindet sich eigentlich alles, was ich wollte. Ich will mit Wildtieren arbeiten, aber mir ist das Individuum auch noch wichtig. Sprich, geht es der einzelnen Giraffe schlecht, dann mache ich alles, dass es ihr besser geht. Das ist nicht immer einfach, denn Giraffen lassen sich nur ungern anfassen. Nur die alte Giraffendame Jacqueline, die ist da ein bisschen anders.
Die andere Seite, ne? Die hat Hautveränderung. Und da habe ich schon eine bakteriologische Untersuchung machen lassen, also so ein Geschabs nehmen lassen, aber die Ergebnisse sind noch nicht da. Trotzdem will Dr. Westerhüß schon mal mit der Behandlung beginnen. Das ist ein Shampoo, das ein meditiertes Shampoo praktisch, wo eben verschiedene Wirkstoffe drin enthalten sind, Breitband. Also das hilft sehr gut gegen Entzündung der Haut jeglicher Hinsicht. Damit habe ich eigentlich wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, noch nicht bei Giraffen. Wir müssen einfach mal schauen, wie das jetzt klappt und ob es klappt. Und da ist er, der individuelle Kontakt zum Wildtier. Eine Giraffe schrubben, das geht nur im Zoo. Größer war die Größe wohl nicht zu kriegen. Ne? Ich habe mal so einen Schrubber genommen. Das wäre besser gewesen. Die alte Jacqueline lässt sich den Körperkontakt gefallen. Abgelenkt durch jede Menge Knäckebrot. Ja, genau, da muss man aufpassen mit dem Schwanz. Das ist wie eine Peitsche. An einer Giraffe so direkt Hand anzulegen, das ist auch für die Tierärztin eine Ausnahme. Giraffen können gefährlich treten und auch ihren Hals als Waffe benutzen. Uta Westerhüß muss sich auf die Pfleger verlassen, die täglich mit den Tieren arbeiten. Größere Verletzungen gab es bisher zum Glück nicht. Jacqueline bleibt entspannt. Trotzdem, Wachsamkeit ist immer wichtig. Sie haben so ein bisschen den Kopf von Jacqueline im Blick, ne? Ja, ja. Super. Also die ist hier noch beschäftigt. Ich sehe nämlich nichts. Äpfel sind okay. Ich bin ganz beruhigt, weil da drunter kommt alles neu und es sieht nicht infiziert aus. Die Ärztin ist froh. Nur sehr ungern betäubt sie große Tiere wie Jacqueline. Sie dafür in Narkose zu legen, das ist undenkbar. Narkose ist ja auch nicht immer nur Spritze, Schlafen, Aufstehen. Ne? Das ist ja mit sehr vielen Risiken verbunden. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich mal so drankomme und was machen kann. Jacqueline genießt die Behandlung sogar. Immerhin gibt es heute eine extra Portion Obst für sie. Irgendwann hat aber auch die bravste Giraffe mal genug. Abmarsch in Richtung Wiese. Hi, gut gemacht. Die Behandlung hat angeschlagen. Eine von vielen Erfolgsgeschichten der Tierärzte. Es ist schon eine sehr vielfältige Arbeit. Wir sind in unseren Bereichen eben häufig keine Spezialisten. Wir sind wirklich so der klassische Allgemeinmediziner. Wir machen ganz viele Bereiche, die wir mit einbeziehen müssen. Wir betreuen ja im Grunde genommen einen Bestand. Zum Bestand des Opel-Zoos gehören auch Habichtskäuze. Die Jungvögel sind vor wenigen Wochen geschlüpft. Die kleinen Habichtskäuze, den setzen wir jetzt einen Transponder. So, und den setzen wir aber nicht wie beim Säugetier unter die Haut. Das heißt, es ist nicht, ist mehr als so eine kleine Spritze für die. Was wiederum bedeutet, wir legen die ganz kurz in Narkose. Das machen wir mit der Gasnarkose, es geht ganz schnell. In der Zootierarztpraxis ist alles fürs Betäuben und für Operationen eingerichtet. Vögel sind ja allerdings eher seltene Patienten. So, volle Lotte. Und genau, wir müssen ihm das so ein bisschen so halten. Bitte nicht so hinlegen, sondern aufstellen. Senkrecht, immer senkrecht. Vögel immer senkrecht halten. So, ne? Selbst wenn sie schlafen sollen. Das ist Isofluran. Das ist eine Gasinhalation. Das heißt, der atmet die jetzt ein und macht gleich den. Die Narkose muss so schnell wie möglich wirken, denn der Stress ist für den Habichtskauz groß. Ja, genau. Und vom Kreislauf sind die relativ empfindlich dann. Deswegen, wenn man so Lageänderungen macht, das können die nicht gut verknösern. Deswegen am besten Vogel immer senkrecht halten, so wie wir es jetzt auch machen. Das ist einfach wichtig. Ja, ist noch da? Ja, aber der schläft schon. So. Ich muss hier einmal praktisch in die Muskulatur. Das ist nämlich der Flügel. Mit ich den einmal halten. Ja. Perfekt, das sieht doch gut aus. Und schon sitzt der Erkennungschip. Einmal ablesen. Wunderbar. Funktioniert. Okay. Einmal zurück. Klammern.
Die müssen gekennzeichnet werden. Das sind besonders geschützte Tiere. Das heißt, entweder man macht den von vornherein einen Ring, aber da kommt man so ein bisschen weg von, weil die sich natürlich immer an den Ringen auch verletzen können. Deswegen kann man denen auch bestimmte Transponder geben. Die sind besonders zugelassen, weil das eben besonders geschützte Arten sind. Und den setzt man denen praktisch in die Brustmuskulatur ein. Und da unsere Jungvögel auch in die Auswilderung gehen, ist es umso besser, dass sie wirklich was im Körper haben und nichts am Ständer. Das kann die immer, immer behindern. Und man kann dann draußen ja nicht mehr kontrollieren, ob die sich dran verhangen haben oder ob das Beinchen mal anschwillt und dann stört so ein Ring. Prima, dann fahren wir jetzt mit denen zurück, packen die einmal an. Die dürfen heute Abend schon wieder normal fressen und alles? Ja, die werden jetzt noch ein bisschen müde sein, aber das geht. Sieht so gesehen ja, ne? Perfekt, gut. Am besten so stapeln wie eben. Draußen ist es heiß geworden. Uta Westerhöß hat es eilig, die Vögel zurück in ihre Anlage zu bringen. Mit dem Zebramobil geht es zum Gehege ins Waldrevier. Dort wartet schon sehnsüchtig das Elternpaar. So. Die kleinen Habichtskreuze sind alle wieder wach, die kurze Narkose schon fast vergessen. Trotzdem ist das Fangen, Transportieren und Behandeln für die Vögel purer Stress. Wenn es vermeidbar wäre, würde ich es machen, aber es ist nun mal nicht vermeidbar, geht leider nicht anders. Denen wird es aber jetzt gut gehen. Hauptsache, die kommen jetzt hier raus aus der Wärme. Das ist immer in der Box, können die auch wirklich schnell umkippen. Die fangen dann an zu hyperventilieren und denen wird dann sehr warm. Und jetzt hier draußen, wieder in ihrer gewohnten Umgebung, kommen die ganz schnell runter. Merkt man nichts mehr. Die werden auch anfangen zu fressen wieder ganz normal. Kein Problem. Was haben wir? Eins, zwei, drei. Einer fehlt noch. Und auch der Letzte bekommt noch die Kurve. Alle Vögel sind wieder vereint. Chippen erledigt. Das Leben in der Vogelfamilie kann weitergehen. Und Frau Dr. Westerhöß ist schon wieder unterwegs. Als einzige Tierärztin für rund 1500 Tiere hat sie reichlich zu tun. Und mit jedem Tier wartet eine neue Herausforderung. So unterschiedlich die Arten, so groß ist das Spektrum der gesundheitlichen Probleme. Und nicht immer liegen die Ursachen auf der Hand. Sorgenkind Nummer 1 momentan Elefant Tamo. Er wirkt schlapp und krank. Seit Tagen ist er in Behandlung, aber die Medikamente haben bis jetzt nicht angeschlagen. Der junge Bulle ist noch nicht über den Berg. Die Tierärztin kontrolliert seinen Zustand regelmäßig. Zur Verstärkung hat sie heute den Zookurator Jörg Beckmann dabei. Er wird ihr bei der Behandlung helfen. Wir müssen jetzt leider unseren jungen Elefantenbullen pusten. Der ist, dem geht es nicht ganz so gut und der ist in seinen Pflegejahren, der ist ein bisschen unkooperativ, weil sonst könnte man die auch mit der Hand spritzen. Das will aber ja gerade überhaupt nicht. Und da wir eine größere Menge haben, gehen wir jetzt hin und pusten ihm das einmal drauf. Das heißt, die Tierärztin und der Kurator werden Tamo seine Medikamente mit Blasrohr und Pfeilen verabreichen. Er hat Durchfall und er hat Bauchschmerzen. So, und die bakteriologische Untersuchung des Kots läuft noch. Normalerweise würde man da auch erstmal abwarten und entsprechend das Antibiotikum einsetzen, wenn nötig ist. Er gefällt mir aber so nicht, dass ich sage, okay, wir gehen jetzt schon mal rein mit dem Antibiotikum. Na, der Elefant ist ja jetzt auch mal nicht so klein. Das heißt, er braucht einfach mehr Medikament. Ne? Genau wie bei Hunden. Ein großer Hund kriegt mehr als ein kleiner Hund. Das Gewehr setzen wir schon ein, aber dann auf weite Distanz. Sie werden gleich sehen, die Distanz ist gar nicht so groß. Und dann ist das Blasrohr eigentlich schoner. Und man ist mit dem Blasrohr einfach schneller. Also das Gewehrladen, das dauert viel länger. Ne, mit dem Blasrohr ist man einfach viel schneller durch und auch schoner fürs Tier, weil man einfach die ganze Aktion schneller beendet hat. Also witzig findet ihr das nicht. Er fühlt sich natürlich jetzt schon dann auch in die Ecke gedrängt. Wenn wir von zwei Seiten, was aber eigentlich ganz gut klappt, ihm jetzt hintereinander die Falle drauf pusten. Am besten wäre es tatsächlich, wir würden es ihm mit der Hand spritzen. Aber da ist er gerade nicht so kooperativ. Ja. Und mit einem unkooperativen Jungtier ist nicht zu spaßen. Dann doch lieber eine Behandlung aus sicherer Distanz. Aber wie weit kommt man mit so einem Blasrohr überhaupt?
Das kommt mal drauf an, wie groß das Ziel ist. Ne? Also ein Elefant hat ja einen erfreulich großen Hintern an der Stelle. Da geht es relativ weit. Klar, je kleiner das Tier, desto kleiner die Trefferfläche, desto dichter muss man ran. Ne? Also man kann jetzt 20 Meter, wenn es groß genug ist, und kommt auf die Größe des Tieres an. Tamo wird gleich Dutzende Pfeile abbekommen. Ob er das einfach hinnimmt? Da muss man ein bisschen aufpassen bei den Elefanten. Wenn die an die Pfeile rankommen, werfen die auch raus mit dem Rüssel. Ne? Dass man die nicht abkriegt. Das ist jetzt nicht unbedingt zielgerichtet, dass sie einen wirklich mit diesem Pfeil treffen wollen, aber die werfen die Sachen zurück und dann sollte man halt vielleicht nicht gerade sein Gesicht dahin halten, wo er hinwirft. Anders als Menschen. Schimpansen, die werfen gezielt. Ja. Berufsrisiko von Tierärzten. Tatsächlich hat Patient Tamo enorm viel Kraft, selbst in seinem geschwächten Zustand. Unterschätzen darf man ihn also nicht. Das könnte lebensgefährlich sein. Wir warten, dass Tamo in die Box kommt. Der läuft draußen und er wird jetzt praktisch in seine Box geführt und bleibt dann da auch drin. Jetzt geht die Tür auf. Aber zu früh gefreut. Noch haben die Pfleger den Elefanten nicht in den Stall gelotst. Für den Kurator und die Tierärztin heißt es wieder mal warten. Wie so oft. Wenn man mit Tieren arbeitet, überhaupt mit lebenden Dingen, es geht einem Gärtner oder einem Botaniker nicht anders. Man muss sich dann an den Rhythmus der Tiere oder Pflanzen anpassen. Das ist halt. So wie jetzt sind das mal nur ein paar Minuten und bei anderen Sachen sind es wirklich Jahre, die man warten muss. Niemand kann den Elefanten Bullen zwingen, in den Stall zu kommen. Aber schließlich entscheidet sich Tamo dann doch. Super, danke. Auf wie geht's? Endlich kann es losgehen. Aber Tamo ist gewarnt. Er kennt die Tierärztin. Unangenehme Medizin oder schmerzhafte Behandlungen, er weiß, dass er von ihr wenig Gutes zu erwarten hat. Und er behält Recht damit. Hallo. Es regnet Pfeile. Uta Westerhüs hofft, dass das Antibiotikum endlich anschlägt. Mehr kann sie für Tamo im Moment nicht tun, denn die genaue Ursache für seinen Zustand kennt sie nicht. Es ist wirklich häufig so, dass wir ein Krankheitsbild haben und dann haben wir das einmal und ganz, ganz lange nicht mehr. Weil wir auch mit so vielen verschiedenen Tieren umgehen müssen. Und oft ist es wirklich die Erfahrung, eben zu sagen, ich warte noch mal ein bisschen oder nee, jetzt muss ich direkt eingreifen. Ist gut. Der Spritzenhagel nimmt kein Ende. Tamo hat langsam genug. Vorbei. Nur die dicken Gitter verhindern, dass er sich aus dem Staub macht. Jetzt. Hier bin ich. Tamo, guck mal hier. Tamo wird die Tortur so schnell nicht vergessen. Keine gute Basis für die Freundschaft zwischen Elefant und Tierärztin. Die nimmt's gelassen. 21 Pfeile, 22 Piekser, die natürlich auch Flüssigkeit reindrücken. Toll findet er das nicht. Aber richtig weh tut ihm das nicht. Er frisst zum Glück nach wie vor. Das ist immer so ein bisschen das Ausschlaggebende. Der ganz flüssige Kot, das gefällt mir nicht. Aber jetzt ist er einmal schon behandelt und jetzt müsste er eigentlich besser werden. Für heute ist der Arztbesuch beendet. Die Pfeile werden nach und nach abfallen und hoffentlich ihre Wirkung tun. Die Sorge bleibt. Sollte das Antibiotikum nicht wirken, hat die Tierärztin kaum Behandlungsalternativen. Fälle wie dieser verursachen ihr immer wieder schlaflose Nächte, denn sie mag die Tiere. Also ich habe kein Lieblingstier, ich habe Tiere, die mir bestimmt ans Herz gewachsen sind, eben weil wir irgendwas durchgemacht haben. Mit dem verbindet man natürlich noch mehr. Aber glücklich macht mich tatsächlich, wenn ich durch einen Zoo fahre oder laufe und dann sehe ich die Tiere, die gesund sind. Ich freue mich sehr immer, wenn ich zum Beispiel Thebo und seinen Geparden sitzen oder stehen sehe und alles beobachten. Oder wenn ich sehe, wie das junge Zebra rennt. Da freue ich mich total drüber. Aber immer wieder gibt es Situationen, die sie aufs Äußerste fordern. Klar, reichlich. Ne? Also Sachen, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir nicht helfen können. Wenn wir oft einfach nicht wissen, was los ist und wenn dann die Tiere versterben. Das ist immer
ob man das jetzt verschuldet hat oder nicht als Tierarzt, dass man sagt, okay, man hat irgendwas übersehen oder auch nicht. Es ist immer eine Niederlage. Zurück ins Zoogeschehen. Im Waldrevier haben die Eisfüchse reichlich Nachwuchs bekommen. Sie kennen die Besucher der Tierärztin schon. Dr. Westerhüß hat die Kleinen bereits gechippt und geimpft. Aber die tierärztliche Versorgung der 12 Jungtiere ist damit noch nicht beendet. Na dann. Ich hätte ja mal umziehen können. Alle zwei Wochen schaut sich die Tierärztin die Kleinen an. Im Moment allerdings keine Spur von ihnen. Das mit diesem 2-Wochen-Intervall auch verstanden. Okay. Wir müssen die kleinen Polarfüchse müssen wir wieder rausfangen, beziehungsweise auch alle einmal greifen zum Entwurmen. Die ziehen aber immer um. Und schöner wäre es natürlich gewesen, sie wären in der Box und jetzt sind sie wieder hier unten drin. Das bedeutet, sie sind so, gegebenenfalls so tief drin, dass wir nicht drankommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Die Eltern sind nicht amüsiert über den Besuch. Die gucken natürlich. Und ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er nicht mal von hinten zwickt, wenn er Gelegenheit hat. Wie war das noch mit dem Berufsrisiko? Bis jetzt ist kein Jungtier aufgetaucht. Diese Entwurmung könnte sich in die Länge ziehen. Da sehe ich eine. Volltreffer. Die Pflegerin hat den ersten Eisfuchswelpen erwischt. Jetzt werden die Eltern richtig nervös. Das ist die Mutter, die ist jetzt ein bisschen aufgeregt, weil der Kleine oder die Kleine ruft. Während Tierärztin Westerhüß die Welpen entwurmt und durchcheckt, passt Kurator Beckmann auf. Wenn sie könnten, würden die Eisfüchse nämlich jetzt zubeißen und ihre Jungen verteidigen. Komm. Da ist eine Nase, da kommt einer. Entschuldigung. Ist gut, ist gut. Bleib. Das war mein Finger. Ich hab's zu kurz. Hey. Hab. Geh mal zu deinen Kindern, die da oben sind. Gut, der beschwert sich wenigstens nicht. Das ist bestimmt ein Mädchen. Klar. Junge. Netter Punkt. Ja. Du kriegst da alle wieder. Nimmt dir keiner was weg. Ist gut, ist gut. Normalerweise gehen wir ja hier regelmäßig rein und lassen die in Ruhe, dann machen die auch nichts. Aber das finden die jetzt schon unheimlich, dass erwischt. Wir da rummachen am Baum mit den Jungtieren. Ha. Da müssen die Fuchseltern jetzt durch. Schneller können Tierärztin und Team nicht arbeiten. Okay. Ja, Mädchen. Oder? Ja. Das Mädchen. Die hatten wir noch nicht. Na. Ein Mädchen. Für Zoos, deren Ziel ja auch die Arterhaltung ist, ist das immer eine ganz besondere Freude. Und für alle, die sie anfassen dürfen, sowieso. Nur die Eltern beschweren sich lauthals weiter. Hast du? Ja. Hoch. Putzelbaum. Und du bist ein Mädchen. Yes. Dann haben wir 8. Entwurmen ist zwar kein tierärztliches Highlight, aber die süßen Welpen machen das wett. Und noch immer verstecken sich Junge im Untergrund. Das Problem ist, wir haben nur einen Pärchen Polarfüchse. Wir können das nur einmal im Jahr üben. Ansonsten wären wir da auch routiniert. In Erdhöhlen. Fingern, ja. Meinst du? Da kommt nichts. Also ich. Füchse suchen mit vollem Körpereinsatz. Für Zoo-Mitarbeiter gehört Hände schmutzig machen eben zur Jobbeschreibung. Oh. Ist eine Rektaluntersuchung nichts gegen. Beim Fuchs? Kommt da nichts? Nein. Oh Mensch. Also ich komme ja auch nicht weiter. Die Strategie der Füchse geht jedenfalls auf. Ihre Höhlen und Gänge sind so verschachtelt und verzweigt, einige ihrer Jungen bleiben unsichtbar. Ein bisschen Platz geben, den Tierchen. So. Da ist in dem schwierigen Gelände wohl nichts mehr zu machen. Für heute Ende, genau. Das Team muss den Einsatz vertagen. Ein weiterer Termin in Uta Westerhüß vollem Kalender. Tschüss. Tschüss. Aber die Polarfüchse können endlich entspannen.
Auf der Trampeltierwiese hat die Tierärztin gleich noch eine Entwurmung vor sich. Die Trampeltierstute Marie und ihre Tochter Emily sind den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Sie bleiben erst mal gelassen. Vorsichtig. Sogar die Spritze lässt Marie über sich ergehen. Die Entwurmung für Jungtier Emily gestaltet sich da etwas schwieriger. Damit die Tierärztin die Wurmkur ins Maul geben kann, muss der Pfleger Emily festhalten. Ihr Protest ist gewaltig. Hör auf, geh rein, schluck. Ist gut, Schatz. Das Wurmmittel schmeckt unangenehm. Muttermilch wäre der Kleinen jetzt lieber. Alles in allem eine sehr unschöne Situation für Tier und Tierärztin. Wieder mal hat sich Uta Westerhöß ganz offensichtlich unbeliebt gemacht. Der Preis, den sie für ihre Arbeit zahlen muss. Also die prustet nur, ne? Ich finde es ätzend. Ein weiteres Jungtier, was mich nicht mag. Dabei meint es Frau Dr. Westerhöß natürlich nur gut, doch das weiß das kleine Trampeltier nicht. Die Versöhnungsangebote wirken daher im Moment noch nicht. Beleidigt? Na dann. Emily, ist gut. Ist gut. Komm mal hier. Komm mal her. Komm mal her. Natürlich immer doof. Komm her. Komm her. Nein. Nein, nichts zu machen. Das kann ich vergessen. Das Problem ist, man kann denen ja auch noch nichts Leckeres geben. Warum? Nur weil die noch nichts nehmen, die ist noch viel zu klein. Emily ist eingeschnappt und mault. Aber Uta Westerhüß ist zuversichtlich. Sie wird das sich auch dran gewöhnen. Vor allen Dingen wird sie sehen, wie er mit der Mutter umgeht. Beziehungsweise wie Marie, die Mutter, mit den Pflegern umgeht. Und davon wird sie auch lernen. Später vielleicht. Im Augenblick ist für das Trampeltier offenbar die Welt ein wenig aus den Fugen geraten. Uta Westerhöß ist auf dem Weg in ihr Büro. Auch da gibt es viel zu tun. Die Tierärztin arbeitet seit 2011 im Opel Zoo, nach Stationen in den Zoos von München, Duisburg und Shanghai. Man darf natürlich den Beruf nicht romantisieren. Also es ist nicht so, und das tun natürlich viele, die sagen, super, jeden Tag streiche ich eine Giraffe, dann gehe ich zum Elefanten, dann lege ich einen Tiger in Narkose. Und so ist es nicht. Also wir machen schon relativ viel auch am Schreibtisch, wo ich eben diverseste Sachen eingeben muss, dokumentieren muss, vorbereiten muss, E-Mails schreiben muss, die so profan sein können wie Anfragen, Futterbestellung, aber auch E-Mails an unseren Amtstierarzt, wenn es zum Beispiel um Transporte geht. Ich habe schon Sachen, da weiß ich zum Beispiel, okay, ich muss heute dringend die und die Sachen bestellen oder dringend die E-Mail schreiben, aber dann kommt ein Funkspruch und ich bin wieder draußen und alles wird wieder umgeworfen. Da muss man relativ flexibel bleiben. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber an sich ist es eigentlich auch das Reizvolle. Uta Westerhöß hat sich speziell zur Fachtierärztin für Wildtiere ausbilden lassen, damit sie die 200 verschiedenen Exotenarten im Zoo auch jeweils gut behandeln kann. Diesmal gibt es ein Problem bei den Brillenpinguinen. Es ist zwar keiner krank, aber der Erkennungsring klemmt. Fein, 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 fein. Jetzt hatten wir ihn ein bisschen enger gemacht. Er war da. Da, ne? Und hier. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, ja. Genau. Okay. Da müssen wir nur gucken. Also das ist okay so, ne? Ich müsste einmal umgreifen. Ja, greifen Sie um. Die haben ganz schöne Schnäbel. Das tut ganz schön weh, wenn die einbeißen. Schnabel. Sollen wir mal so nehmen? Er ist jetzt ein bisschen flauschiger. Der Pinguin ist dick und überraschend rutschig und ziemlich wehrhaft.
Ja, die haben echt Kraft. Einmal nicht aufgepasst und schon erwischt. Aber die Tierärztin behält die Nerven. So, ich übernehme mal hier den Flügel. So, jetzt gucken wir nochmal in Ruhe. Da, ne? Ja, da müssen wir extrem aufpassen, wenn die Mausern einmal im Jahr, schwellen die Flügel an. Und dann kann das sein, dass der Binder praktisch ein bisschen eng ist. So gefällt er mir aber ganz gut, so ist er schön lose. So, was sollen wir machen? Einmal nochmal festmachen? Dieses Veröden, ich hatte das... Genau. Wenn einer den Flügel mal kurz hält, bitte. Danke. Au. Ich habe das Ding auch schon eingesteckt, ich hab's damit gesehen. Es heiß ist. Ich hab's gesehen. Sie müssen wahrscheinlich einen Schritt näher raus, aber sonst hält es nicht. Nee. So. Warte, ich muss... Sie müssen einen Schritt kommen. Ja, ich komme. Ich hab ihn nur so gerade so schön, ich will nicht aufstehen. So. Okay, ganz ruhig. Ja, ich will nur nicht... Dass er jetzt Mona beißt. Ich möchte nicht, dass er dagegen kommt. Frau Doktor bewährt sich auch als Handwerkerin. Damit verlöten wir jetzt praktisch nur das Plastik, dass es nicht durchrutscht. Ja, so ist fein. Prima, das sieht gut aus. Einmal Kontrolle-T. Das ist nur zu markieren, weil wir die natürlich so nicht immer hundertprozentig auseinanderhalten können auf die Schnelle. So, okay, von mir aus zurück mit ihm. Der zapplige Pinguin ist versorgt, nee, sieht nicht so aus, und kann wieder auf seine Anlage zurück. Alles gut, nur nicht beißen lassen. Ich weiß. Jetzt habe ich ihn. So, vorsichtig. Okay. Schöner Bomber. Der ist total knuffig und so flauschig. So drollig sie aussehen, Pinguine sind nicht immer besonders freundlich. Ihre scharfen Schnäbel bekommen Tierpfleger und Ärztin immer wieder zu spüren. Zimperlich darf man da nicht sein. Das ist ein Pinguin. Aber ja, die können beißen. Das unterschätzen auch viele Touristen in Südafrika. Die gehen, da gibt es ja diesen Boulder Beach, wo die alle die Wildpinguine leben. Und die gehen hin und denken, ach, wie süß, so ein kleiner Pinguin, kann ja noch nicht mal fliegen. Und die können ganz ordentlich zubeißen. Da muss man aufpassen. Genau, das ist jetzt nix. Wird desinfiziert, fertig. Wunderbar. Und weiter geht's. Diesmal vom Pinguingelände quer bis zum anderen Ende des Zoos. In den 50er Jahren holte der Unternehmer Georg von Opel die ersten afrikanischen Tiere auf sein Privatanwesen hier zwischen Kronberg und Königstein. 1956 gründete er das Freigehege für Tierforschung, in das dann immer mehr Tiere einzogen. Heute arbeitet die Tierärztin Uta Westerhüß im zweitgrößten Zoo von Hessen. Für sie und viele Pfleger steht jetzt ein Großeinsatz auf dem Programm. Die Mufflons im Waldrevier müssen gefangen werden. Das ist aufwendig, kraftraubend, aber immer auch lustig. Mehrere Stunden rechnet Uta Westerhüß für den Einsatz. Andere Termine müssen jetzt warten. Wir haben unsere zweijährliche Mufflon-Aktion. Das bedeutet, unsere Mufflons wohnen, wir haben ja ein relativ großes Gehege. Die müssen aber auch einmal richtig entwurmt werden, individuell, dann geimpft werden und die Klauen müssen nachgeschaut werden. Und das machen wir zweimal im Jahr. Wer kann alles schneiden? Perfekt. Super. Ich habe Huf, Schneidemesser, Scheren, alles wieder. Ne? Dass wir dann gucken. Perfekt. Wenn sich so viele Pfleger vor ihrer Anlage versammeln, dann sind die Mufflons schon gewarnt. Die kennen das und wissen, gleich wird's turbulent. Der erste Auftrag für die Pfleger, die Tiere von der Anlage in einen abgesperrten Gehegeteil zu treiben. Wir machen erstmal eine Kette. So, hierher. Uta Westerhüß dirigiert die Aktion. Mal kein medizinischer Einsatz. Im Moment. Hier ein bisschen herkommen und von hinten drücken. Aber die Anlage ist groß. Und die Mufflons sind viel schneller als die Pflegetruppe. So richtig klappt das Treiben noch nicht. Die Mufflons sind zu wendig. Laufen lassen. Die bringen die Krise nie gebraucht. Okay, kurze Planänderung. Es kann sein, dass wir es noch weiter aufmachen müssen und nur danach wirklich direkt zumachen. Genau, wir treiben jetzt oben lang. Also vielleicht klappt es ja schon, dass sie hier gleich hochlaufen. Der Plan ist jetzt, dass sie oben rum da reinlaufen. Ja? Also, dass wir versuchen, sie möglichst gerade nach unten. So, geht mal.
So, jetzt gehen Sie hoch, okay? So, jetzt aber. Die Jagd fordert vollen Einsatz von Mensch und Tier. Los. Eine anstrengende Aktion. Drücken, 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 drücken. Aber jetzt aber sieht es gut aus, zumindest für die Menschen. Endlich laufen die Mufflons in die richtige Ecke und sind drin. So! So! Helfen! Perfekt! So. Ja! Zahl 1! Jetzt sind gut da drin? Nun kann die eigentliche Arbeit beginnen. Jedes Mufflon muss eingefangen und behandelt werden. Besonders für die jungen Pfleger ist es eine gute Gelegenheit, das Handling dieser widerspenstigen Tiere zu üben. So nah dran kommen sie sonst nur selten. Aber leicht werden es ihnen die Mufflons nicht machen. Uta Westerhüß bereitet Wurmkuren und Impfspritzen vor. Jetzt ist sie wieder ganz Tierärztin. Auf was warten wir? Auf Sie? Nee, ich bin fertig. Dann los. Alles klar. Achso, erst die Jungtiere. Ansonsten erstmal nur 3 Tiere. 2 Jungtiere haben die Pfleger schon erwischt. Es kommt auf das Geschick der Pfleger an, wie reibungslos die Aktion laufen wird und welche Zusatzinformationen die Tierärztin bei der Gelegenheit noch bekommt. Alles klar. Die sind jetzt ein bisschen über einen Monat. Also noch ganz klein. Und es ist halt das Gute, wenn wir schon mal alle haben. Das heißt, da können wir alle noch mal die Hand nehmen, alle noch mal gucken. Aber zuerst die Grundversorgung. So, das ist ein Wurmmittel. Das mögen die überhaupt nicht. Deswegen können wir denen das nur so eingeben. Die nehmen das nicht übers Futter. An Würmern können sehr junge Tiere sogar sterben. Deshalb ist die Tierärztin bei der Vorsorge besonders sorgfältig. Also kann die raus? Ja, dann kann sie raus. Wir freuen uns. Die 640. Nur aufpassen, dass die. Die 640? Ja, das ist ein Bock. Achtung. 640 ist ein Bock. Also alle Jungtiere sind behandelt. Wenn die sich wieder zurückdrücken, ist egal. Nach den Kleinen sind auch die ausgewachsenen Mufflons dran. Die großen Tiere zu fangen ist noch schwieriger. Und sich einem ausgewachsenen Bock in den Weg zu stellen, braucht Mut. Ran, ran. Als Tierärztin muss man kraftvoll zupacken können. Danke. Ich kann leider nicht. Nee, nee. Alles klar. Ich hab's. Und hat dabei oft Zuschauer. Aber das hat er nicht gesehen. Nochmal. Lass nochmal los. Trotz allem Spaß, die Aktion ist ein Knochenjob für Ärztin und Pfleger. Was wird jetzt gemacht? Die Klauen müssen deshalb, das machen wir zweimal im Jahr, weil der Boden hier auch sehr weich ist. Und deswegen nutzen die sich natürlich nicht so gut ab. Und deswegen müssen wir da halt nochmal ran. Ja, ist gut, mein Schatz. Ja, die rufen jetzt natürlich so, die wollen zu den Jungtieren, die wir jetzt schon draußen haben. Aber deswegen behalte ich dann mal sie und dann kann sie gleich wieder zum Jungtier. Noch immer fehlen einige Tiere. Große Aktionen wie diese kosten viel Zeit. Dafür bleiben andere Arbeiten liegen oder müssen verschoben werden. Überstunden sind für die Zootierärztin Uta Westerhüß an der Tagesordnung. Aber irgendwann ist auch auf der Mufflonwiese ein Ende in Sicht. Ein beherzter Griff und es ist fast geschafft. Das ist das Gute bei den Männern. Ja, da hat man halt wenigstens mal einen Griff. Die letzten Mufflons für heute. Für die Tierärztin sind solche Behandlungen nur ein Teil ihrer Arbeit. Wir müssen schauen, geht es den Tieren einmal gut mit der Impfung und der Entwurmung, also der Prophylaxe. Aber auch, wie füttere ich meine Tiere? Ne? Wie schaffe ich es, dass sie beschäftigt sind? Wie mache ich die Gehege, dass es entsprechend ordentlich gehalten werden? Also es ist ein größeres Feld. Genau. Nach 2 Stunden ist die Mufflon-Aktion vorbei und die Pfleger ziehen sich zurück. Bis zur nächsten Großentwurmung in 6 Monaten. Gerade die Jungtiere haben Probleme mit Kokzidien, wie viele Jungtiere. Und deswegen mussten wir denen das so eingeben. Aber es ist super gelaufen. Wunderbar.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Als Zootierärztin hat sie das Privileg, mit vielen exotischen Tieren zu arbeiten. Auf diese Vierbeiner freut sich Uta Westerhüß übrigens immer ganz besonders. Nicht umsonst sind die niedlichen deutschen Riesenkaninchen die Lieblinge im Streichelzoo. Auch bei ihnen ist eine Vorsorge fällig. Die sind jetzt 6 Wochen alt. Die mussten wir von den anderen deutschen Riesen trennen, weil die schon wieder Nachwuchs produziert hat. Hallo, komm mal, die mit den großen Ohren. Komm mal her, Schatzi. Ich weiß, sie schmeckt nicht. Das ist das Problem, die mögen das überhaupt nicht. Perfekt. Sollen wir nochmal gucken? Also, sie sind jetzt alle auch wieder zusammen. Ja, ich hab schon gesehen. Und was ist es? Ist gut, Schätzchen. Da würde ich sagen, es ist ein Junge. Der ist ein Bub. Sollen wir mit rauskommen? Nee, dann machen wir das für den Rest draußen. Ich habe eine extra eine Chatbox, wo, mit wo wir noch schon fertig haben, reintun. Mit Unterstützung der Tierarztpraktikantin folgt der Rest des Kaninchenwurfs. Die kleinen Riesen haben es Uta Westerhüß merklich angetan. Man achte auf die großen Ohren. Aber es ist schon eine andere Nummer wie jetzt. Total. Das ist immer das schöne Part. Jungtiere, die gesund sind und die man dann Vorsorge machen muss und sind immer nett. Und wir fassen die auch mal gerne ein Tier an als Zootierarzt. Wir können ja sonst immer nur aus der Ferne und bei denen kann man anfassen. Adio. Ich weiß, ich wirst du in beste Erinnerung behalten. Und du machst es ja super großartig. Kannst du es den anderen mal zeigen? Jetzt mal los. Die Geschlechtsbestimmung ist schon schwieriger. Genau. Das ist Mädchen. Die Hoden liegen bei den invertig. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, immer hundertprozentig bei den Kleinen zu sagen, was es ist. Viele verschiedene Tiere, viele unterschiedliche Eigenheiten. Bei rund 200 Tierarten im Opel Zoo ein riesiges Spektrum. Das kann selbst eine Fachtierärztin kaum überblicken. Vorsorgen wie diese sind Routine. Bei komplizierten Behandlungen zieht sie auch schon mal Fachliteratur zu Rate oder ruft Kollegen an. Langweilig wird ihr Job jedenfalls nie. Ja. Vielleicht sind Momente mit Kuschelfaktor auch deshalb so wichtig, als Auszeit im ausgefüllten Zoo-Tierarztleben. Von den deutschen Riesen kann sich Dr. Westerhüß kaum trennen. Ach, die haben so große Ohren und die sehen so nett aus. Außerdem sind das immer solche Kindheitserinnerungen. So nimmt sich doch jedes Kind so ein kleines Kaninchen mit so langen Ohren. Ne? Oder? Sieht doch original aus wie Meister Lampe mit ihren großen Ohren. Und dann ist auch ihr Lieblingstermin vorbei. So, aber jetzt geht's weiter. Perfekt. Der Tag ist noch nicht vorüber. Und die Patienten gehen der Tierärztin nie aus. Während die Kaninchen es sich gut gehen lassen, ist Uta Westerhüß schon wieder unterwegs zum nächsten Revier und zum nächsten Tier. Fast jeden tierischen Bewohner des Opel-Zoos hat sie schon mal untersucht, viele von ihnen auch behandelt. Die Problemdiagnose bei wilden Tieren ist schwieriger als bei einem Haustier. Und kaum jemals gleichen sich Krankheitsbilder oder Behandlungsart. Aber genau das mag die Tierärztin an ihrer Arbeit. Diese Vielfältigkeit, diese vielen Aspekte, die mit reinlaufen, das ist für mich sehr reizvoll. Und deswegen ist es für mich mein Traumberuf. Ein Traumberuf in traumhafter Umgebung. Die Tierärztin im Kronberger Opel-Zoo hat keinen leichten Beruf, aber einen, auf den sie sich jeden Tag aufs Neue freut.